Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur vierten Folge der großen Bastelserie rund um den Raspberry Pi und die Victron-Geräte. Heute möchte ich das Projekt gerne zum Abschluss bringen und deswegen wird die Folge auch so ein bisschen länger und anspruchsvoller, aber keine Angst, ich führe euch da Schritt für Schritt durch. Erstmal müsst ihr ein paar Sachen vorbereiten, das heißt, ihr schaltet euren Pi ein und dann sollte das so aussehen wie bei mir. Ja, steht noch alles auf dem Kopf auf dem Display und das, was wir sehen, nutzt auch noch nicht viel, aber da kümmern wir uns gleich drum. Dann muss der Pi natürlich auch im Netzwerk sein und mit dem Internet verbunden sein. Wie das geht, habe ich ja in den vorherigen Folgen gezeigt. Dann bitte einmal die Dokumentation auf obenschläfer.com aufrufen und über das Inhaltsverzeichnis zur Stelle Konfiguration über PuTTY springen und dann seid ihr da auch schon mal an der Startlinie. Und zu guter Letzt bitte einmal eine Verbindung via PuTTY aufbauen. Und dann sieht das Ganze so aus wie bei mir hier auf dem Notebook. Ich bin hier mit meinem PuTTY-Fenster auf dem Pi und ich habe hier im Hintergrund meine Dokumentation auf. Die könnt ihr euch am besten in einem zweiten Tab aufmachen. Das, was wir jetzt machen wollen, ist im Prinzip aus der Doku Sachen rauskopieren und ins PuTTY-Fenster einfügen, damit es das Ganze maximal einfach macht. Deswegen haltet euch bitte hier an die Reihenfolge und verwendet bitte auch die Hardware aus meiner Stückliste, denn nur so kommt ihr da schnell zum Erfolg und so funktioniert es auch getestet von mir. Also legen wir los. Vorab nochmal eine kleine Information hier über meine Quellen. Also hier gibt es die Quellen, an denen ich mich unter anderem bedient habe. Da lohnt sich auch immer wieder einen Blick reinzuschmeißen, wenn ihr nachher fertig seid und selber so ein bisschen rumexperimentieren wollt. Also kümmern wir uns erstmal der Reihe nach um unsere Konfiguration. Als allererstes müssen wir ins Verzeichnis U-Boot Overlays rein und das macht man mit dem Befehl cd. Ich mache es mir einfach, ich kopiere mir das mit strg und c, füge das bei PuTTY ein und zwar mit einem Druck auf die rechte Maustaste und dann bestätige ich das mit Enter. Und ihr seht, jetzt bin ich hier im entsprechenden Verzeichnis drin. Jetzt müssen wir uns ein paar Sachen aus dem Internet runterladen und das macht man mit dem Befehl wget, auch das steht in der Doku drin. Und hier ist der erste Link, den wir uns auch kopieren und dann mit der rechten Maustaste wieder einfügen und mit Enter bestätigen. Und ihr seht, wenn das Ganze fertig ist, ist hier unten wieder der Cursor, das heißt, der Pi wartet auf die nächste Eingabe. Wir gehen weiter und gehen zum nächsten, das wir uns runterladen wollen, das Backlight Overlay. Und auch hier schreiben wir wieder WGET rein, kopieren uns den Link dementsprechend mit STRGC, fügen ein mit der rechten Maustaste und drücken Enter. Auch das hat wunderbar geklappt. Im nächsten Schritt geht es um eine Änderung an einer Datei und dafür können wir einen Editor verwenden. Es gibt verschiedene Editoren, ich verwende Nano für meinen Zweck und hier ist der Befehl dazu. Im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass wir Nano, also den Editor, öffnen und wir öffnen die Datei config.txt, die im Verzeichnis U-Boot drin ist. Also ich kopiere mir das wieder und füge das ein. Wahlweise könnt ihr das natürlich auch alles abschreiben und selber eintippen. Mit einem Druck auf Enter komme ich dann in die config.txt rein und hier kommen jetzt ein paar Sachen rein. Und zwar möchte ich das gerne an diese Stelle hier einfügen. Ich kann mit den Pfeiltasten hier navigieren, drücke zweimal Enter und habe mir hier so ein bisschen Platz gemacht. Ich möchte nämlich gerne mein Display um 180 Grad drehen, denn ihr habt gerade ja gesehen, dass das Ganze noch auf dem Kopf steht. Und ich möchte gerne nachher die Micro-USB-Kabel zur Spannungsversorgung von oben in den Pi reinkommen lassen, deswegen muss ich das drehen. Wenn das für euch kein Thema ist, dann könnt ihr das hier gerne weglassen, aber für meinen Zweck ist es einfach cooler, das so zu machen. Das kopiere ich mir raus, füge es auch hier mit der rechten Maustaste ein, drücke Enter und dann kann ich mir die nächsten Zeilen einfügen. Das wäre dann die Display-Auflösung. Auch das kopiere ich mir mit STRGC und füge es ein mit der rechten Maustaste. Das war schon. Jetzt müssen wir das Ganze noch speichern. Das machen wir mit STRG und X. Dann fragt er uns, ob wir das speichern wollen. Ja, das heißt, wir drücken Y für Yes. Und dann fragt er nach dem Namen, unter dem wir das speichern wollen. Und das ist config.txt. Wir wollen im Prinzip die Datei ja nur ändern und unter gleichem Namen wieder abspeichern. Das heißt, wir drücken dann Enter und fertig. Das heißt, die Datei config.txt wurde jetzt dementsprechend geändert.
Als nächstes kommt so ein bisschen Arbeit auf euch zu. Ich kann es mir dann ein bisschen einfacher machen. Ihr müsst diese Sätze hier, diese Echo-Befehle, müsst ihr bitte per Hand eintippen, denn die konnte ich leider nicht so auf die Schnelle einfügen in meine Doku. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich gehe in mein Original rein und kann mir es kopieren. Ihr habt da ein bisschen mehr zu tun und schreibt es bitte einmal ab. Die Hochkommas, denn das ist mein Problem gewesen bei WordPress, die könnt ihr mit Shift und der Raute-Taste einfügen. Also ich habe es mir kopiert, füge es mit dem Klick auf rechts wieder ein, bestätige mit Enter und das war's schon. Das mache ich mit dem zweiten Echo auch. Kopieren und einfügen, beziehungsweise ihr müsst es in der Stelle leider abtippen und mit Enter bestätigen. Aber so kommt ihr da nicht aus der Übung und das stellt euch garantiert nicht vor große Probleme. Wenn das Display jetzt schon funktionieren würde, dann könntet ihr jetzt schon mit einem kleinen Schiebebalken hier die Display-Helligkeit einstellen und auch hier die Timeout-Funktion fürs Display einstellen, sodass irgendwann die Hintergrundbeleuchtung halt ausgeht, dass das auch ein bisschen angenehmer ist, wenn man im Fahrzeug schlafen möchte. Aber das schauen wir uns gleich erst an. Wir machen weiter mit einem kleinen Paket-Update und zwar mit diesem Befehl. Den kopieren wir auch wieder raus, fügen ihn ein und bestätigen mit Enter. Das dauert einen kleinen Moment. Ihr seht, der arbeitet noch und jetzt ist der Cursor wieder da. Das heißt, bereit für die nächste Eingabe. Die nächste Eingabe wäre wieder so ein Befehl hier. Den nehmen wir uns raus, kopieren und fügen ein. Auch das dauert einen kleinen Moment, bleibt da immer ein bisschen geduldig und vor allen Dingen auch dann, wenn es nachher an den ersten Reboot geht, der kommt nachher, dauert es immer einen kleinen Augenblick, ehe sich der Pi wieder mit dem Netzwerk verbunden hat, gerade wenn ihr mit WLAN verbunden seid. Also da müsst ihr ab und zu mal ein bisschen Geduld mitbringen. So, wir gehen weiter. Jetzt geht es an die Libraries und hier müssen wir auch die Befehle einfach rauskopieren und einfügen. Immer einen Moment warten und es kann sein, dass der ein oder andere hier einen Hinweis bekommt, dass die Libraries schon vorhanden sind. Das ist nichts Schlimmes. Ich füge sie einfach ein, um sicher zu gehen, dass sie da sind. Aber genau an der Stelle würde man jetzt auch sehen hier, no packages installed or removed, was so viel heißt, da war schon was vorhanden und das hätten wir gar nicht machen brauchen. Aber nichtsdestotrotz, machen wir weiter. Hier installiert er wieder. Das war also noch nicht vorhanden. Schadet also nichts, wenn man einfach da etwas zu viel macht. So, und die das nächste nehmen wir auch. Ihr seht, ich mache gar nicht strgc, sondern mache es über die rechte Maustaste. Aber das kennt ihr sicherlich auch unter Windows. Und auch hier bekommt ihr den Hinweis, dass nichts installiert wurde. Das heißt, das gab es schon. Jo, als nächstes geht es dann an den Touchscreen, den wollen wir kalibrieren. Dafür nehmen wir diesen ganzen Packen hier einmal raus, kopieren den einmal und fügen den auch ein, bestätigen mit Enter. Und jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe, der erste Reboot. Dafür geben wir einmal Reboot ein oder kopieren und einfügen, geht auch natürlich, und bestätigen mit Enter. Und jetzt, ja, bringt bitte ein bisschen Geduld mit. Denn wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das ganze System wieder hochgefahren ist. So, nach dem Reboot bitte einmal eine neue PuTTY-Verbindung herstellen und dann können wir auch schon weitermachen. Aber auch jetzt sehen wir schon, auf dem Display können wir erkennen, dass sich das Ganze um 180 Grad gedreht hat. Das heißt, jetzt kann man schon mal ein bisschen mehr erkennen, aber die Infos darauf bringen uns noch nicht wirklich viel. Wir machen weiter und zwar wollen wir jetzt den Touchscreen einmal kalibrieren. Das geht hier mit diesem Befehl. Den kopieren wir uns wie gewohnt, fügen ein mit der rechten Maustaste und drücken Enter. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf das Display. Und dort müssen wir jetzt einfach nur die Eingaben mit dem Finger machen. So, jetzt haben wir unseren Touchscreen kalibriert. Das war ja gar nicht so schwer. Jetzt wird es aber erstmal richtig interessant, denn im nächsten Schritt wollen wir die GUI, also das Graphical User Interface, aktivieren. Und das ist im Prinzip das, was wir ja schon in den Vorschauen gesehen haben. Das, was wir nachher
als unsere Benutzeroberfläche sehen. Dafür müssen wir wiederum ein paar Befehle kopieren bzw. wieder mit unserem Editor Nano eine Datei verändern. Und das ist nämlich die startgui.sh. Und den Befehl habe ich mir jetzt einmal wieder kopiert, füge ihn jetzt da ein, drücke Enter. Und jetzt sieht man hier, ich bin wieder in dieser startgui.sh drin. Das ist der Inhalt davon. Und jetzt muss ich an diesen Block hier, when headful, das finden wir hier an der Stelle. Also da, wo dieser Block zu Ende ist, kommt jetzt dieser ganze Block rein. Das heißt, ich kopiere mir das. Und dann navigiere ich mit den Pfeiltasten einmal hier runter bis an diese Stelle, drücke zweimal Enter und jetzt füge ich einfach da mein kopiertes Zeug ein. Das sieht dann so aus. Und jetzt kann ich wiederum STRG und X drücken. Ja, ich möchte speichern, also Y und ja, unter dem gleichen Namen. Das heißt mit Enter bestätigen. Das war schon, sah komplizierter aus, als es ist und wir machen weiter. Wir möchten natürlich jetzt, dass beim Starten des Pis die GUI automatisch gestartet wird und dass wir da nicht noch irgendwas eingeben müssen. In dem Fall müssen wir die Datei headless in headless-off umbenennen. Und das machen wir mit dem Befehl mv, der steht für move. Das heißt letztendlich move headless. Also bewege headless oder ändere headless in headless off. Und um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, kopiere ich das einfach, füge es mit der rechten Maustaste ein, drücke Enter und fertig ist die Geschichte. Jetzt kommt wieder unser allseits bekannter Reboot. Und auch da bitte wieder ein wenig Geduld mitbringen. Aber es lohnt sich natürlich immer einen Blick jetzt auf das Display zu werfen, denn da wird sich gleich etwas tun. So, ihr könnt es schon sehen, auf dem Display hat sich einiges getan. Wir sehen jetzt was und zwar sieht das schon ganz interessant aus. Ich gehe mal hier unten auf Seiten und versuche, ob der Touchscreen funktioniert. Ja, funktioniert. Ich habe jetzt schon meinen Solarladeregler einmal testweise angeschlossen. Bei euch steht wahrscheinlich hier unten noch nichts, wenn ihr nichts angeschlossen habt. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, einmal mit dem USB-VE-Adapter meinen Solarladeregler angeschlossen. Ja, und das ist im Prinzip das, was ihr nachher sehen wollt. Und wir können jetzt nochmal hier auf das Menü unten gehen. Wie gesagt, Touchscreen funktioniert auch. Dann gehen wir auf Einstellungen und navigieren hier einmal zu Display und Sprache. Und hier können wir sehen, wir haben jetzt hier einmal den Helligkeitsbalken, den wir anklicken können. Und dann können wir das hier bewegen. Und dann sieht man, kann hier die Helligkeit einstellen. Und ich kann hier auch ein Timeout einstellen für meine Hintergrundbeleuchtung. Habe ich jetzt auf 10 Sekunden, das heißt in 10 Sekunden wird die wahrscheinlich ausgehen. Manchmal taucht hier oben unter der Uhrzeit so ein kleiner Blitz auf. Das liegt daran, dass der Pi gerade nicht genug Spannung bekommt, weil ich ihn nur mit einem Micro-USB-Kabel angeschlossen habe. Wenn ihr das nachher mit 2 macht, dann ist das auch kein Problem. Ihr seht, es ist ausgegangen, eine Touch-Eingabe und dann erwecke ich das Ganze wieder zum Leben. Jetzt werde ich das Ganze für unsere Zwecke hier einmal auf Nie stellen und mit dem Haken bestätigen. Jetzt geht das erstmal nicht aus. Also wir sind jetzt im Prinzip schon auf der Zielgeraden. Wir haben alles eingestellt, was wir wollten. Wir sehen auch auf dem Display das, was wir wollten. Ich habe jetzt sogar schon die Verbindung zu meinen Victron-Geräten getestet, indem ich meinen Solarladeregler probehalber mal eingesteckt habe. Das könnt ihr natürlich auch jetzt schon machen. Aber wir haben noch ein Problem. Und zwar ist das dieses Firmware-Update. Und zwar kann es sein, dass sich euer, euer kleines Venus-Victron-Pi-Gebilde irgendwann ein Firmware-Update zieht. Und dann ist alles, was wir gerade eingestellt haben, überschrieben. Und das wäre natürlich blöd. Auf der anderen Seite wollt ihr natürlich auch von den Firmware-Updates profitieren und nicht irgendwie auf dem alten Stand nachher sein. Deswegen müssen wir jetzt noch ein paar Sachen einstellen. Aber auch das ist kein Problem. Ihr geht erstmal auf Einstellungen und auf die Firmware drauf. Und dann geht ihr auf Online-Updates und schaut, dass da nur Prüfen steht. Das heißt, er macht keine selbstständigen Updates. Das ist schon mal das Erste, was ihr einstellen müsst, wenn es noch nicht eingestellt ist.
Dann wollen wir uns erstmal die Einstellungen, die wir gerade gemacht haben, über Putty sichern. Ihr müsst dafür nochmal ein Putty-Fenster aufmachen, wenn das nach dem Neustart natürlich nicht mehr verbunden ist. Dann geht ihr bitte einmal ins Verzeichnis Data. Ja, ihr könnt wieder kopieren und einfügen oder auch selber schreiben. Und dann wollen wir uns eine Datei erstellen. Und zwar machen wir das wieder mit dem allseits bekannten Editor Nano. Und die Datei soll rc.lokal heißen. Kopieren wir uns das. Im Prinzip passiert jetzt Folgendes. Nano wird geöffnet und erstellt gleichzeitig eine leere Datei. Klar, da ist noch nichts drin, mit dem Namen rc.lokal. Und in diese Datei fügen wir ganz genau diesen Block hier ein. Achtet bitte darauf, dass wirklich auch alles drin ist. Kopiert es und fügt es mit rechtem Mausklick ein. Und dann geht ihr auf strgx, y und Enter. Das kennt ihr ja jetzt schon. Und dann habt ihr euch im Prinzip diese rc.lokal erstellt mit dem Inhalt. Und ich habe hier nochmal einen Screenshot eingefügt in der Doku, wie es aussehen soll. Und jetzt müssen wir uns die Daten, die wir vorher geändert haben und die Einstellungen müssen wir uns quasi jetzt kopieren und in dieses Verzeichnis reinladen. Das heißt, diese Befehle hier, diese vier Stück, kopieren wir uns jetzt einzeln, fügen sie ein mit Rechtsklick und bestätigen mit Enter. Ich mache das mal eben hier. Das war's schon. Ich habe mir jetzt diese vier Befehle kopiert. Das heißt, der CP-Befehl kopiert quasi von dem Verzeichnis etc venus backlight device ins Verzeichnis data backlight device. Das war's jetzt schon fast. Das letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist für diese rc.lokal die Benutzerrechte ändern, sodass da auch das System dementsprechend mitarbeiten kann. Und das machen wir mit diesem chmod-Befehl. Und den kopieren wir uns jetzt einfach und fügen den einfach ein, drücken Enter und auch das war's jetzt schon. Wir machen jetzt nochmal einen Reboot, damit wir da auf der sicheren Seite sind und dann schauen wir, ob alles ordnungsgemäß wieder hochfährt. So, unser Pi fährt jetzt gerade wieder hoch, das sieht man gerade. Es dauert auch immer einen kleinen Moment. Da steht noch alles auf der richtigen Ebene, beziehungsweise steht nicht auf dem Kopf. Da kommt unser Spannungssymbol wieder, aber wie gesagt, das wird nachher verschwinden, wenn ihr zwei Micro-USB-Kabel verwendet. Und jetzt sollte gleich der Bootscreen kommen für unsere grafische Benutzeroberfläche. Genau, da wird er eingeblendet. Und da sind wir wieder in den Einstellungen drin. Wir sind oben schon mit dem WLAN verbunden, das sehen wir. Die Uhrzeit stimmt jetzt noch nicht ganz, die müsste ich noch einmal richtig einstellen. Und ich gehe nochmal auf Seiten hier unten. Ja, genau. Da ist also die Übersicht, die ich nachher sehen möchte. Ja, im Prinzip war es das jetzt schon. Wir haben also alles eingestellt. Wir haben auch alles gesichert jetzt. Da kann also nichts mehr verloren gehen bei einem Firmware-Update. Das heißt, wir sind jetzt fertig mit unserem Projekt. In der nächsten Folge gibt es nochmal ein kleines Special zum Kabel selber bauen. Da kann man ja noch ein bisschen Kohle sparen. Das hatte ich ja eingangs gesagt, wenn man sich diese VE-USB-Adapter selber baut. Und dann wird es nochmal eine sechste Folge geben. Da geht es dann um die Einbindung ins VRM-Network. Das heißt, ihr könnt dann eure Daten, die ihr jetzt gerade auf dem Display seht, überall auf der Welt abrufen übers Internet. Das stellt die Firma Victron auch kostenlos zur Verfügung. Und da gibt es noch ein paar Kniffs und Tricks, die man da einstellen muss. Und dann funktioniert das auch. Das heißt, für euch bleibt auf jeden Fall gespannt. Abonniert den Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Lasst einen Daumen hoch da und in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.